So, hello everyone and welcome to my video about Marlene Haushofer's Die Wand. In this video, we will be talking about Taylor Swift, about animals, about loneliness, and not about Robinson Crusoe. So, stay tuned. I'll also be making this video in German since the book is written in German and I like speaking German once in a while. So, if everything goes to plan, I have added the subtitles down here and you should be able to turn them on. Also, worum geht's bei Die Wand von Marlene Haushofer? Marlene Haushofer war eine österreichische Schriftstellerin, die in den 20er Jahren geboren wurde und Die Wand, ihr bekanntester Roman, erschien im Jahre 1963. Die Frage, was in dem Roman passiert, lässt sich eigentlich ganz leicht beantworten. Die Erzählerin, die glaube ich nicht beim Namen genannt wird, wacht eines Tages in einer Jagdhütte auf, zu der sie von ihrer Cousine und deren Mann eingeladen wurde, so ein paar Tage oder ein paar Wochen im Gebirge zu verbringen und eine gute Zeit zu haben. Sie wacht also auf und bemerkt, dass ihre Cousine und der Mann nicht aus dem Dorf zurückgekommen sind. Und als sie dann sich ein bisschen erkundet und herausfinden möchte, was los ist, stößt sie auf eine durchsichtige Wand. Sie weiß selbst nicht so recht, was passiert ist, aber sie schließt daraus, dass sie von der Welt und allen Personen und dem Leben, das sie gekannt hat, abgeschlossen ist oder getrennt worden ist. Und sie nimmt an, dass diese Personen, die sich hinter der Wand befinden, alle tot sind und in irgendeiner Katastrophe umgekommen sind. Sie kann diese Welt zwar sehen, aber hat keinen Zugang zu dieser Welt. Der Roman beschreibt dann ihr Leben im Wald, im Gebirge, in dieser Jagdhütte und wie sie überlebt und für ihre Tiere, denn auf ihrem Werdegang oder in ihrem Leben ist sie nicht ganz allein. Sie wird von einem Hund, einer Katze und einer Kuh begleitet. Also wie sie für sich selbst sorgt, aber auch hauptsächlich, fast hauptsächlich für diese Tiere, die doch eine große Stelle im Werk einnehmen. Es passiert also schlussfolgend relativ wenig. Ich müsste mal schauen, wie viele Seiten das Buch hat. Ja, um die 250. Aber eigentlich ist der Hauptteil davon oder sind der Hauptteil davon nur Beschreibungen davon, wie sie ihren Acker pflegt und wie sie vielleicht einen Baum fällt und Wasser holt und die Kuh versorgt. Also man muss sich schon damit abfinden, dass es auf 30 Seiten vielleicht nur Naturbeschreibungen, Beschreibungen von dem Verhalten der Tiere gibt. Ich habe dann auch gelesen, dass es eine Verfilmung dieses Romans gibt und da kam bei mir dann die Frage, wie man das machen will. Weil das Einzige, was es so an Dialog geben könnte in diesem Film, die Gespräche sind, die sie mit ihren Tieren führt. Also zum Glück für die Filmemacher redet sie mit ihren Tieren, aber ansonsten, weil sie halt der einzige Mensch ist, der sich in diesem Gebirge oder von der Wand eingeschlossen befindet, gibt es fast keinen Dialog. Und da stelle ich mir dann vor, wie die Filmemacher so diese lange Montagen so ganz ausgezoomt von einer Frau, die im Gebirge arbeitet und dann so irgendeine melancholische Musik drauf montieren. Und da habe ich mich gefragt, welches Lied oder welche Musik zu diesem Buch passen würde, weil der Roman schon eine ganz eigenartige Atmosphäre hat, die ich wie eine Mischung aus Melancholie, Traurigkeit, eine leise Hoffnung, aber keine sehr große. So würde ich das irgendwie zusammenfassen. Es ist schon eine sehr traurige Stimmung. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass nicht alles verloren ist und das alles hat schon eine Schönheit. Und da fiel mir das Lied Sad, Beautiful, Tragic der amerikanischen Sängerin Taylor Swift ein. Und wenn ihr dieses Lied noch nicht gehört habt, dann verlinke ich das hier.
Und ich wünschte mir, ich könnte das noch mal, mir das nochmal fürs erste Mal anhören, weil es ein richtig, richtig schönes Lied ist. Und das finde ich fast komischerweise diesen Roman echt gut zusammen. Die ersten Lyrics des Liedes sind nämlich, und ich schau mal, long handwritten note deep in your pocket. Words how little they mean when you're a little too late. Also, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, aber die Erzählform des Romans ist eine Ich-Erzähl-Situation. Also die Erzählerin schreibt halt auf allen Stückchen Papier, die sie findet, weil Papier natürlich sehr knapp ist, schreibt sie das, was ihr passiert ist, nieder. An dem Punkt, wo sie das alles aufschreibt, ist sie schon anderthalb oder fast 2 Jahre im Wald. Also ja, diese Wörter, die dann eigentlich zu spät sind, weil sie auch ständig davon redet, dass sie nicht glaubt, dass jemand das irgendwann noch lesen wird. Also ist eigentlich alles zu spät und vergeblich, dass sie das so aufschreibt. Das fand ich ganz treffend oder passend. Und dann gibt es bei Taylor Swift auch noch den Text Good girls, hopeful they'll be, and long they will wait. Also dieses Hoffnungsvolle und das Warten, was sie doch auch beschreibt und dann vor allem im ersten Jahr im Gebirge, dass sie nicht richtig weiß, bin ich jetzt alleine, wird mich jemanden finden. Sie zieht an einer bestimmten Stelle im Roman auch um, von einer Jagdhütte zur anderen. Und da hinterlässt sie dann auch trotzdem oder vergeblich nochmal eine kleine Notiz. Ich bin von dieser Hütte auf die andere gezogen, damit vielleicht irgendjemand das finden würde. Aber es gibt dann auch Reflexionen darüber, wie sie sagt, ja, damals hatte ich noch Hoffnung, jetzt habe ich überhaupt keine Hoffnung und ich glaube nicht, dass jemanden mich je noch retten wird. Alle sind gestorben und ich bin hier ganz allein. In diesem Lied gibt es auch ein Lyric, wo sie sagt, in dreams I meet you in warm conversation. Und natürlich, das Lied von Taylor Swift geht eigentlich, darin geht es um eine Liebesbeziehung und das passt natürlich gar nicht dazu. Aber lustigerweise redet die Erzählerin in Die Wand ganz viel oder relativ viel über Träume. Und wenn man nur den Mann im Lied von Taylor Swift mit Tieren verwechselt, dann passt es schon ganz gut, weil im Buch häufig beschrieben wird, wie sie zu ihren Tieren redet, aber auch in ihren Träumen sogar halt mit diesen Tieren redet. Zum Beispiel auf Seite 136. Seit seinem Tod träume ich viel von Tieren. Sie reden zu mir wie Menschen und es erscheint mir im Traum ganz natürlich. Die Menschen, die im ersten Winter meinen Schlaf bevölkerten, sind ganz fortgegangen. Ich sehe sie nicht mehr. In meinen Träumen waren die Menschen nie freundlich zu mir. Bestenfalls waren sie teilnahmslos. Die Traumtiere sind immer freundlich und immer voll Leben. Aber ich glaube, das ist nicht so besonders merkwürdig. Es zeigt nur, was ich immer von Menschen und Tieren erwartete. Ja, und dann gibt es im Lied auch noch Stellen wie and time is taking its sweet time erasing you oder for the life of us we can't get back. Also dieses Leben, zu dem man einfach nicht zurückgehen kann und die Zeit und Erinnerungen und wie man mit der Vergangenheit, mit einer Vergangenheit umgehen kann, zu der man nie zurückgelangt oder zurückgelingt. Das finde ich ganz interessant und auch naja, die Stimmung des Liedes und die Atmosphäre passt wirklich ganz, ganz gut zur Stimmung im Roman. Also hört euch das mal an, es lohnt sich auf jeden Fall. Dann möchte ich auch noch kurz über meine Leseerfahrung sprechen. Als ich die Reviews auf Goodreads gelesen habe, was ich immer mal mache, dann ist mir aufgefallen, dass viele Leute darüber gesprochen haben, wie sehr die Lektüre sie erschüttert hat und dass das ja, sie wirklich berührt hat, dass sie dann am Ende in Tränen ausgebrochen wären. Ich muss sagen, dass das mir überhaupt nicht so passiert ist oder dass ich das eigentlich nicht völlig nachvollziehen kann. Und ich weiß nicht direkt warum. Ich habe ein paar Vermutungen, aber erstens
würde ich sagen, dass es vielleicht etwas mit der, ja, mit dieser wichtigen Rolle der Tiere zu tun hat, weil sie eben schon eine sehr, sehr, sehr zentrale Stelle einnehmen und ich ein Mensch bin, der quasi nie Haustiere hatte, der wirklich kein Tiermensch ist. Ich kann mich vorstellen, wenn man immer Haustiere gehabt hat, Hunde, Katzen, vielleicht sogar eine Kuh, dass man dann eben doch ein Stück von seiner Lebensrealität in dem Werk wiederfindet. Wenn ich so meine Freunde dabei zuhöre, wie sie über ihre Tiere reden und wie sie das stundenlang machen können, dann denke ich mir so, boah, das verstehe ich gar nicht. Aber so ist es halt schon ein bisschen im Roman. Also ich glaube, Leute, die Tiere mögen, werden diesen Roman schon echt schätzen können. Ein anderer Punkt, über den oder von dem ich mir noch nicht so richtig im Klaren bin, ist, wie politisch oder apolitisch dieser Roman eigentlich ist. Ich würde sagen, dass es eher wenige explizite Verweise auf die 60er Jahre gibt, auf die Politik damals oder die Gesellschaft. Es basiert alles auf sehr implizite Art und Weise. Und die richtig, richtig gesellschaftskritische und reflektierende Stellen sind eigentlich auch few and far between, wie man sagen will. Aber es gibt gesellschaftskritische Stellen und sie sind sehr tiefgründig und sehr interessant. Die Langeweile, unter der ich oft litt, war die Langeweile eines biederen Rosenzüchters auf einem Kongress der Autofabrikanten. Fast mein ganzes Leben lang befand ich mich auf einem derartigen Kongress. Und es wundert mich, dass ich nicht eines Tages vor Überdruss tot umgefallen bin. Hier im Wald bin ich eigentlich auf dem mir angemessenen Platz. Ich trage den Autofabrikanten nichts nach. Sie sind ja längst nicht mehr interessant. Aber wie sie mich alle gequält haben mit Dingen, die mir zuwider waren. Ich hatte nur dieses eine kleine Leben und sie ließen es mich nicht in Frieden leben. Gasrohre, Kraftwerke und Ölleitungen. Jetzt, da die Menschen nicht mehr sind, zeigen sie erst ihr wahres, jämmerliches Gesicht. Also wegen dieser doch sehr philosophischen, gesellschaftskritischen und fast auch ökofeministischen Stellen würde ich das Buch sehr empfehlen. Wenn ihr das Buch gelesen habt und vor allem, wenn ihr eine dieser Personen seid, die sagt, boah, das Buch hat mich zerschüttert und am Ende habe ich nur geweint. Bitte erzählt mir mal in den Kommentaren, warum oder wieso und vielleicht gibt es da irgendwas, was ich nicht so richtig verstanden habe. Oder ja, vielleicht sucht ihr halt nach anderen Sachen in der Literatur, das kann ja auch sein. Ich hoffe, ich habe mich deutlich erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen interessieren für diesen Roman, der doch nicht so ganz bekannt ist heutzutage. Also ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!